Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es ums Thema Geld. Also wie viel verdient ein Autor? Ganz viele von euch haben mich das schon gefragt. Auch bei Lesungen kommt das Thema immer wieder auf. Also wie viel verdient man pro Buch? Wie viele Bücher muss man verkaufen, um vom Schreiben leben zu können? Darüber möchte ich heute mit euch reden. Natürlich geht es in erster Linie um meine Erfahrungen und auch darum, was ich von anderen Autoren erfahren habe. Aber bei den großen Publikumsverlagen ist es ja im Grunde sehr ähnlich. Gehen wir jetzt also mal davon aus, ihr habt ein Buch geschrieben und ihr bekommt einen Vertrag bei einem großen Publikumsverlag. Als erstes bekommt ihr einmal einen Vorschuss oder Garantiehonorar auch genannt. Ich erzähle euch gleich darüber, warum man das so nennt. Aber ihr bekommt diesen Vorschuss jetzt mal angeboten und wenn ihr einen Agenten habt, dann verhandelt er vielleicht noch ein bisschen und kann den Preis noch nach oben treiben. Denn ich persönlich zum Beispiel bin froh, dass ich einen Agenten habe. Ich wäre ganz schlecht im Verhandeln. Bei meinem ersten Roman hätte ich wohl gesagt, ihr braucht mir überhaupt nichts zu zahlen, Hauptsache. Ihr verlegt mein Buch, ihr druckt es, ich kann es in Händen halten. Ganz egal, ich nehme jedes Angebot an. Und wenn man da einen tollen Agenten dabei hat, der weiß, was ist üblich, was ist noch rauszuholen, dann ist das natürlich super. Und auch ist es irgendwie förderlich für die Beziehung mit den Lektoren, wenn man mit ihnen nur über den Inhalt spricht und nicht unbedingt übers Geld. Also ich bevorzuge diese Version auf jeden Fall. Gut, also ihr habt jetzt diesen Vertrag und den Vorschuss. Der liegt bei einem Neuautor, würde ich sagen, so im mittleren vierstelligen Bereich. Auch vor allem, wenn nur ein Verlag Interesse daran hat. Wenn mehrere Verlage das Buch wollen, ist das natürlich super, denn so könnt ihr den Preis nach oben treiben. Also könnt ihr sagen, ja, dieser Verlag bietet aber so viel, legt ihr noch etwas drauf, dann kommen wir vielleicht ins Geschäft und vielleicht gibt es sogar eine Versteigerung und der Höchstbietende bekommt dann den Zuschlag. So, sagen wir jetzt mal, ihr habt 5000 Euro Hausnummer Vorschuss bekommen. Ein Garantiehonorar, wie gesagt. Das bedeutet, dass dieses Geld euch gehört, egal wie sich das Buch denn später verkauft. Sagen wir, ihr verkauft dann Bücher im Wert von eurem Honorar nur von 3000 Euro. Ihr müsst diesen Rest auf die 5000 Euro dann nicht zurückzahlen. Das ist dann quasi sozusagen das Pech vom Verlag. Deswegen heißt er ja auch so. Das Wort kommt von Vorleger. Der Verlag hat das Risiko. Wenn ihr darüber verdient, dann wird jedes Buch, das ihr noch zusätzlich verkauft, ausbezahlt an euch. Und zwar je nach Verlag ein bis zweimal pro Jahr. Der Vorschuss, der wird meistens in drei Raten ausgezahlt. So kenne ich es zumindest bei den verschiedenen Verlagen, bei denen ich veröffentlicht habe. Also ein Drittel bei Vertragsabschluss, ein Drittel, wenn das Manuskript abgegeben wird und ein Drittel, wenn das Buch dann veröffentlicht wird, also zum Erscheinungstermin. Wenn ihr schon ein fertig geschriebenes Buch habt, dann bekommt ihr natürlich die zwei Drittel gleich am Anfang. Aber gerade später, wenn man schon länger im Geschäft ist, ist es dann meistens so, dass man schon einen Vertrag bekommt anhand von Leseprobe und Exposé. Dann bekommt man das eine Drittel und wenn man es dann fertig geschrieben hat, das zweite Drittel. So, wie viel bekommt ihr jetzt pro Buch, damit das mit dem Vorschuss gegenverrechnet werden kann? Im Taschenbuchbereich liegen eure Prozente so zwischen 6 bis 10%. Im Hardcover ist es ein bisschen mehr, ich glaube so 8 bis 12%. Sagen wir jetzt mal, ein Taschenbuch kostet 9,90 Euro, dann werden eure Prozente vom Nettoverkaufspreis berechnet. Das heißt also 9,90 Euro minus die Umsatzsteuer von 7% sind das, glaube ich, in Deutschland. Und davon dann eure 6%, das wären 54 Cent pro Buch gerundet, die ihr verdient. Bei 7% wären es wohl schon so 64 Cent und bei 8% 74 Cent sowas herum. Ja, diese 55 Cent pro Buch verdient ihr, damit ihr auf die 5000 Euro Vorschuss kommt, müsstet ihr also gut 9000 Bücher verkaufen. Zum Glück gibt es ja nicht nur Printausgaben, es gibt auch noch das E-Book und daran verdient ihr ein bisschen mehr, das sind meistens so um die 25% herum. Allerdings ist aber auch meistens der Preis für ein E-Book geringer und damit auch wieder eure Bemessungsgrundlage. Auch ist die Mehrwertsteuer höher bei einem E-Book.
Aber ich würde sagen, so um 1 Euro herum verdient man dann schon pro E-Book. Wie gesagt, je nachdem, was das E-Book dann schlussendlich auch kostet. Ja, da muss man sich dann selber überlegen, wie viel braucht man, um davon zu leben? Wie viele Bücher müsste ich verkaufen? Wenn ihr jetzt also sagt, ich möchte gerne 10.000 Euro verdienen, dann müsstet ihr 18.000 Bücher verkaufen. Natürlich weniger, wenn ihr einen hohen E-Book-Anteil habt. Es gibt dann noch andere Verdienstmöglichkeiten bei den Nebenrechnern, die werden aber eigentlich erst so richtig relevant, wenn das Buch sehr erfolgreich ist. Also da hätten wir die Hörbücher, die Filmrechte, Übersetzungen, also Auslandslizenzen, Merchandising-Produkte und all diese Dinge. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum bekommt der Autor nur 55 Cent pro Buch? Ist das nicht ein bisschen wenig von den 9,90 €? Aber das liegt daran, dass schon der Buchhandel allein einen großen Anteil davon bekommt. Ich glaube, ein normaler Buchladen bekommt so um die 40%, Amazon sogar 50%, wenn ich mich nicht täusche. Und der Rest wird dann eben aufgeteilt an Autor und an die ganzen Verlagsmitarbeiter, an diese ganze Maschinerie, die es ermöglicht, dieses Buch, ja, nach draußen zu bekommen. Da hat man nicht nur die Lektoren und Korrektoren, da ist das Vertrieb, das Lager, dann natürlich auch die Grafiker, die vielleicht Karten herstellen, die das Cover produzieren und all diese Dinge müssen natürlich auch bezahlt werden. So, das war es eigentlich zu diesem Thema. Habt ihr das gewusst? Dachtet ihr, man würde als Autor mehr pro Buch verdienen oder weniger? Was sind so eure Gedanken dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich wäre total gespannt, was ihr davon haltet. Wenn ihr gerne mehr wissen möchtet oder irgendein Thema habt, über das ihr gerne mehr erfahren möchtet, über das ich ein Video machen soll, schreibt es mir doch auch. Und ansonsten einfach, wenn euch das Video gefallen hat, bitte gerne liken, abonniert meinen Kanal, damit ihr informiert werdet, wenn ein neues Video online geht. Und darum sage ich bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.